Willkommen auf TechVideo, mein Name ist Balazs und ihr seht hier einen Gigabyte G5 Gaming Laptop, ein Thema, was ich lange nicht mehr auf dem Kanal hatte, aber ich liebe an sich Laptops, Desktop-PCs noch mehr, aber Laptops sind einfach portabler, ich gehe jetzt auch in Urlaub und werde dahin dieses Gerät mitnehmen zum Arbeiten, denn das hier hat einen SD-Karten-Slot für 1.100 € und die neueste Hardware drin wie ein Nvidia RTX 3060, eine rarer GPU, den ihr normalerweise für euren Desktop jetzt gerade kaum kaufen könnt oder zu Preisen kaufen könnt, die ein komplettes Laptop ersetzen könnten, denn statt 300 € kosten 700 €, also für 1.000 € kriegt ihr ein Komplettpaket mit ziemlich viel drin, aber packen wir das mal aus, schauen wir uns an, was ist hier drin und dann erzähle ich euch am Ende des Videos noch, ob es sich lohnt, mit so einem Gerät zu minen und auf meinen Instagram- und TikTok-Kanälen werde ich euch jeden Tag auch berichten, ob es sich lohnt, mit so einem Gerät zu minen und das Geld zurückzuholen oder sollen wir das wirklich nur zum Spielen und zum Videoschneiden benutzen, so wie ich das eigentlich machen will. Also legen wir los mit, was ist drin in der Verpackung. So, wie ihr merkt, bin ich wirklich back to the roots. Ich bin draußen im Freien und wir werden jetzt einfach den hier auspacken. Der war nämlich hier in dem Paket, war das Paket drin, in dem Paket war das Paket drin. Und so wird es wahrscheinlich im Laden stehen, wenn ihr im Laden den kaufen könntet. Hier der Gigabyte G5 Gaming Laptop. Wir sehen können, er ist nicht nur oben, sondern auch unten mit einem Security-Seal abgeschlossen. Und ich zeige jetzt einfach die technischen Daten, denn das hier ist die Grundvariante. Und für 1.100 € kriegt ihr hier einen Full-HD-Bildschirm, aber mit 240 Bildern pro Sekunde können wir hier zocken. Das ist richtig geil. Dieses Jahr wird das wohl der Standard sein bei den neuen Gaming-Laptops. Dann haben wir hier einen Intel-Prozessor drin, nur ein i5. Das langt aber auch meistens den 10500H. Ding ist ein bisschen schneller, glaube ich, noch, wenn ich richtig das Ganze in den Sinn habe. Wir haben 2x8 GB RAM drin, das können wir bis zu 64 GB erweitern, also 2x32 wäre noch drin. Und dann können wir auch hier, wir sehen können, per PCSSD auch 512 gerade drin verwenden, aber es ist noch ein HDD und noch ein SSD-Slot drin vorhanden. Europäische Tastatur und Stecker, schwarze Farbe, wir haben hier keine andere Farbe zur Auswahl und natürlich das Wichtigste, das ist der RTX 3060. Sorry für die Fokusprobleme, das ist die App, mit der ich das Ganze hier aufnehme, damit ihr einen guten Sound habt, aber das wird sich gleich widerlegen, wenn ich hier langsam alles auspacke. Und das ist ja nur ein Unboxing-Video, denn die schönen Aufnahmen folgen dann in meinen nächsten Teilen, wo es dann auch einen Test dazu gibt, denn das Ding wird jetzt ein bisschen zum Einsatz kommen. Und ich habe auch schon ein Asus und ein MSI auf dem Weg für euch, auch mit 3060. Also ich zeige euch jetzt alle Laptops, die 1.000 € kosten, 1.100 € kosten, mit der neuesten Generation. Denn die letzten, die sind teurer als die neuen, obwohl die nicht schneller sind, natürlich vor einem Jahr, die Geräte. Fangen wir mal mit dem Netzteil natürlich an. Wie ihr sehen könnt, richtig, richtig groß hier und es rutscht auch schon raus aus der Folie. Wir haben hier einen Laptop, der natürlich etwas Strom aufnehmen kann, deswegen entsprechend steht hier von Chicony ein 180 Watt Netzteil. Mich würde es nicht wundern, wenn andere Hersteller genau das gleiche Netzteil nehmen, denn es wird natürlich nicht von Gigabyte hergestellt, sondern die kaufen sich das nur von externen Anbietern ein. Und das Netzteil finde ich gar nicht so wild, die hat noch einen USB-Anschluss oder so dran machen können, die 5 Watt oder 10 Watt, um unser Handy zu laden, wäre noch cool gewesen. Aber was ihr sehen könnt, ist, dass leider der andere Teil vom Stecker richtig groß ist und das nervt mich immer bei Laptops, dass das Ding hier fast noch mal so wiegt wie das Netzteil selbst. Wieso muss man so einen Steckerkopf verwenden? Ich weiß, wegen dem großen Stromverbrauch, der hier drin ist, aber an sich 180 Watt für noch mit einem kleineren Netzteil gehen, würde ich jetzt mal sagen, aber ich bin da kein Experte. Legen wir das auf die Seite und dann können wir auch gleich hier den Laptop anschauen, aber mit dem Laptop kommt hier noch etwas zu lesen mit raus. Sorry, die Kinder genießen auch das schöne Wetter hier draußen. Nachbarkinder zumindest. Und die Kamera flüchtet auch entsprechend, weil es so laut ist. So, ich lege das mal jetzt hier flach hin. Den Laptop auch, das ist natürlich das Wichtigste. Und will euch was zeigen, denn ich habe das ganz kurz schon mal vorher ausgepackt, damit ich eine Ahnung habe, was hier auf mich zukommt. Garantiekarte ist nicht so wichtig, aber was geil ist, wir haben eine Plastik-SD-Karte. Wenn wir einen vollwertigen SD-Karten-Slot hier drin, also richtig geil für mich als Creator zum Videoschneiden, könnte ich das Ding hier wunderbar benutzen, denn die SD-Karten können hier schnell gelesen werden, ohne USB-Kabel. Dann haben wir zwei Schrauben hier mit drin, und zwar einmal eine SSD-einzelne Schraube und für die HDD ist eine Doppelschraube hier einzeln in Folie verpackt. Und da habe ich mich zuerst mal gewundert, wieso ist das hier einzeln verpackt. Das ist so ein kleiner Klebeklotz, etwas dicker. Falls wir eine dünnere SSDs verbauen, können wir das drüber kleben und dann wackelt es nicht. Und das gleiche gilt für Festplatten. Das ist so super praktisch, als Abstandshalter einfach. Und ja, was zum Lesen hier drin, brauchen wir aber nicht jetzt lesen. Ich wollte euch einfach nur das Zubehör zeigen. Das Wichtigste ist Gigabyte. Das können wir auch als Transporthülle am Anfang verwenden. Ist eigentlich ganz gute Qualität. Ich lege mal hier das Netzteil drauf, sonst fliegt es weg. So,
und der Laptop auch nochmal extra eingehüllt. Ich zeige ihn euch mal von unten mit einem tauschbaren Akku. Das sehen wir auch nicht allzu oft in den letzten, ich sage jetzt schon langsam Jahrzehnten. Früher hatten wir ganz viele Laptops, die einen tauschbaren Akku hatten, aber der Akku ist nicht allzu groß. Das ist einer der Nachteile bei diesem Gigabyte Laptop. Da gibt es bessere, zum Beispiel der neue Asus TUF, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich 516 mit einem 15 Zoll Bildschirm, hat ähnliche Hardware für den gleichen Preis und hat einen etwas größeren Akku. Ich sage euch jetzt mal, wie viele Wattstunden, das sind die 48. Das ist gar nicht so schlecht, wenn ihr zockt, kommt ihr auf 1-2 Stunden, wenn ihr Office benutzt, leider nur auf 5-6 Stunden. Und da gibt es auch Laptops, die können auch etwas mehr vom Power Management. Hier nochmal der neue Modellname, AX200NGW. Und wann wurde der hergestellt? Da steht hier manchmal auch drauf. Ich sehe es gerade nicht, vielleicht bin ich blind. Ihr kriegt es vielleicht besser auch schnell auf die Reihe. Ah, hier unten. Manufactured im Januar erst. Und jetzt haben wir Mitte März. Kam ziemlich schnell mit einem Container wahrscheinlich aus China. So, hier was wir kriegen. Ein USB 3-Anschluss mit, ich wollte schon fast sagen, chinesischen Zeichen drauf. Nee, da steht einfach 3.1 in klein. Ein DisplayPort, normaler DisplayPort, was mich etwas wundert. Der SD-Karten-Slot. Hier hätten sie einen USB-C-Anschluss einfach machen sollen mit Display externen Ausgang, aber ist ja egal. Das sollte ein 2.1er DisplayPort sein. Viele LEDs, die uns zeigen, was macht das Gerät gerade. Und auf der nächsten Seite USB und Kopfhörer separat. Und Kensington Lock darf auch nicht fehlen. An der Seite die Lüfterschlitze. Das ist übrigens USB 3.1 und das wahrscheinlich nur 2. Wieso baut man heute noch einen USB 2-Anschluss? Ich denke mal, für die Maus ist das genug, aber das ist auf der linken Seite. Das hätten sie auf die rechte Seite machen sollen. Naja, das Motherboard war wahrscheinlich so leichter zum Einkaufen oder günstiger. Egal, USB-C natürlich trotzdem mit dabei. Hier mit dem DisplayPort-Logo, was ich gemeint habe. HDMI darf nicht fehlen. Ich denke mal HDMI 2.0, nicht 2.1. Netzwerkanschluss und Stromanschluss. Strom über USB-C wird hier nicht funktionieren, werde ich aber ausprobieren. Ich denke mal nicht. Ich überlege es nur deswegen, weil wenn ich das als Office-Gerät benutze, könnte ich auch per USB-C ja laden. Brauche ich nicht die 180 Watt komplett, aber wie gesagt, das werde ich ausprobieren. Und jetzt das Wichtigste natürlich, machen wir es auf. Und wenn ich es aufmache, aha, noch mehr Schutz und noch mehr Schutz. Und das ist ein richtig geiles Vlies. Das lege ich mal hier kurz weg. Dann sehen wir hier den schönen Gigabyte 15 Zoll Nicht-Aero. Oder Aeros, glaube ich, heißt die Serie von denen. Das ist einfach nur Gigabyte Gaming Laptop mit schöner Tastatur, deutsche Tastatur. Ihr seht es hier an den Buchstaben natürlich. Keine mechanische Tastatur noch. Cherry hat aber eine mechanische, so flache Tastatur vorgestellt. Die kommt eventuell, denke ich mal, nächstes Jahr in die Laptops rein. Oder zur Mitte des Jahres. Hier der Anschalttaste ohne Fingerabdruckleser. Und jetzt machen wir mal das Display. Hossa. Schöne, dünner Bildschirmrahmen. Ich habe fast schon gedacht, hier oben sind Lautsprecher drin. Das wäre mal geil, oder? Wenn die Stereo-Lautsprecher hier oben drin wären. Aber das kriegen sie schwer hin, weil die Bildschirme sind so dünn mittlerweile, dass der Sound dann nicht ganz so genial wäre. Eine Kamera, die man nicht zumachen kann. Die müssen wir abkleben, wenn wir sie abkleben wollen. Schönes mattes Display. Anmachen werde ich es jetzt nicht, weil da haben wir ja kein Windows drauf, sondern DOS von Haus aus. Aber könnt ihr ja für ein paar Euro euch dazu kaufen und installieren. Dazu ein Video, wenn ihr das wollt, gerne. Und dann das Gigabyte einfach nur aufgedruckt. Nicht eingestanzt, nicht leuchtend, gar nichts. Also ein relativ günstiger Performer, aber zum Mining und Gaming wird das genügen. Und genau darum wird es im nächsten Video bei mir gehen. Wie kann ich so ein Gerät auf Mining ein richten und macht es überhaupt Sinn, Mining mit so einem Gerät zu machen. Das war es ja auch schon mit dem Unboxing zum Gigabyte AX200NGW Gaming Laptop. Ein wirklich schickes Teil. Macht Spaß für den Preis, denke ich mal. Nicht nur dann zu zocken, sondern auch andere Sachen damit zu machen. Es ist nicht zu schwer. Von der Laufzeit könnte es natürlich besser sein. Und von den Anschlüssen gibt es auch Geräte, die auch USB-C mit Strom eingangen können. Aber natürlich bei 180 Watt ist das heutzutage noch schwer umzusetzen, denn USB kann nur 150 Watt höchstens. Naja, auf jeden Fall ein wirklich schickes Teil und demnächst gibt es auch noch von Asus und MSI für euch ein Gerät, was ich euch auspacken werde. MSI schon nächste Woche, also seid dabei. Asus ein bisschen später und auch Acer ist ja unterwegs, bald mit dem Nitro 5 mit dieser Konfiguration und da werde ich euch natürlich auch alles zeigen. Und wo ich euch noch viel mehr zeigen werde, was ich mit dem Gerät mache, ist auf TikTok. Schaut mal rauf, da wird es alle ein, zwei Tage einen Bericht geben, denn ich werde hier was zum Minen drauf installieren. Ich bin hier nicht den ganzen Tag am Zocken und habe noch ein anderes Gerät zum anderen Arbeiten mit dabei. Und
und da gibt es immer Infos für euch und dann in ein paar Wochen gibt es ein Update, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt, wie heiß wird das Ding und wie portabel ist es, denn ich fliege jetzt ein bisschen wohin. Das seht ihr aber alles auf Instagram und auf TikTok dann. Wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr die Links dazu und ansonsten, wie immer, sehe ich euch auch hier gerne auf meinem Kanal. Also einfach den Abo-Knopf drücken und auch bitte die Klingel anmachen, damit ihr mehr von Tech-Video erfahrt. Denn hier gibt es wirklich viel zu sehen in den nächsten Tagen und Wochen. Also schaut rein. Ich habe mich gefreut, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Mein Name ist Balázs und bis zum nächsten Mal.